Und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary auf dem PC. Wir haben zuletzt ein bisschen was geschafft hier in Gebirgshöhlen. Na, Gegner, wie sind Spezialaktionen? Ja. Das war nichts. Nochmal. Soll ich diesen Adrenalin-Move zeigen? Naja, dann nicht. Ich habe dafür sicher noch genug Möglichkeiten. Ich klappe mir mit Magazin nach. Ja, wo landen wir denn jetzt hier mit dem Weg weiterlaufen? An vertikalen Säulen, an denen wir uns festhalten können. Oh, hallo! Ein kleines Medipack. Das habe ich vorhin nicht gefunden. Na, hier müssen wir erstmal darauf und dann an die Kante und rüber und hoch und nach hinten. Der Miss Croft hält sich dann automatisch daran fest. Die ist schon sportlich, schaut mal. Wie schnell sich das macht. 1, 2, 3, 4, hoch. Wow. Schon erstaunlich. Stadt Vilcabamba. Lalalala, Vilcabamba. Hübsch, ne? Ich laufe gerade ein bisschen die Stufen runter, was auf eine schöne idyllische Gegend ist. Ja gut, komm. Sonst kommen wir ewig nicht an am Ziel und. Ah, Wölfe! Wir haben es versucht. Ich verschalte sich dann die Leichen der Tiere auflösen. Das passiert auch in der echten Welt nicht. Oh, hi, Mr. Pets. Na? Der hat viel aufgehalten, der Bär. Übrigens, hier in dieser Hütte ist gar nichts. Und hier brauchen wir einen Schlüssel, die wir aber erst holen müssen. Und dann irgendwo eine andere Tür auf ist, wo wir uns hier nicht durchschießen können. Und da nicht durchklettern können, müssen wir schwimmen. Da ist die Schwimmphysik hier in dem Spiel nicht so besonders gut wie im Original. Warte mal eben. Nee, müssen wir mal hoch. Okay, wir müssen gleich da runter. Hier müsste aber noch ein Schalter sein, den wir betätigen müssen. Oder? Ne, das Ding hier will ich haben. Medikit. Und tauche ich nochmal auf, weil wir nämlich sonst sehr schnell ertrinken können. So, alles runter und hier durch. Ich habe den Weg beim letzten Mal fast nicht gefunden und bin fast ertrunken. Aber was soll's, ne? Ist nur der Spieler, nicht der Zuschauer. Ja. So. Den Schalter ganz schnell betätigt. Dann nehme ich da oben die Klappe auf. Und wir können nach oben. Gut. Ja. Lara, du sollst aus dem Wasser. Danke. Ist auch sehr schön, wie das Wasser noch an ihr abtropft. Ich mag diesen Effekt. So, hier haben wir nichts mehr, aber hier ist ein Schalter. Der öffnet uns das Tor daneben. Was uns dann wieder hier in den mittleren Bereich bringt. Ist aber aktuell nicht nötig. So, hier wollen wir rüber. Ja. Das ist doch tolles Holz, ne? So gar nicht morsch. Da oben ist übrigens noch was Verstecktes. Das wollen wir haben. Deswegen schnappen wir uns hier den Käfig. Mit dem netten Insassen. Ah, verdammt, falsche Taste.
Jetzt habe ich ein Medipack benutzt. Der ist doch schon länger tot. Man sieht. Dann nehmen wir uns hier das kleine Medipack. War es nicht mal ein großer Verlust oder so. Was haben wir denn hier noch? Hallo. Schrotflintenmunition. Und da ist der goldene Schlüssel fürs Dorf. Der nicht mehr wirklich golden ist, aber gut. Nein. Ja, nein, weil wir nicht am Schlüsselloch stehen. Da haben wir gar nichts. Und dann gehen wir hier wieder raus. Ich werde mal den Kirchenbilder mitnehmen. Das kann sein, dass wir hier noch in der Nähe das Artefakt finden können. Es gibt diesen ganzen Level ein Artefakt und naja, das beim letzten Mal übersehen. Warte mal. Wo war das denn? Ich denke, wir müssen da hoch. Das ist zumindest anzunehmen. Dafür werden wir den Käfig brauchen. So schieben wir einfach mal dahin. Ist nicht ganz so simpel, aber wir können es schaffen. Okay. Ja, es sollte funktionieren. Wunderbar. Fledermäuse. Gut. Die Musik ist toll, ne? Okay. So, darüber und springen. Da haben wir es. Artefakt 1 von 1 im Dorf. Ernsthaft. Ich hab gleich ein paar neue Fledermäuse nach. Na gut. Der Dorfschlüssel wird jetzt hier eingefügt. Und es macht dieses kleine Türchen etwas niedriger. Jetzt will ich nicht da reinlaufen, habe ich nämlich schon mal gemacht. Und wenn ihr drin seid, kommen zwei, drei Wölfe an. Um mit denen zu kämpfen in so einem kleinen Raum ist ziemlich schwer. Ach komm. Ja. Jetzt habe ich euch immer mal diesen schönen Adrenalinschuss zeigen können, der meistens auf den Kopf geht. Für die Wölfe ist das natürlich ziemlich blöd. Aber besser die als wir. Wie gesagt, besser sie als wir. Was du mir denkst, hier ist irgendein Item? Falsch, hier ist gar nichts in der Ecke. Und dieses Tor wollen wir gerne öffnen. Und übrigens ist auch hier nichts in der Ecke. So, was machen wir zuerst? Ja, komm, wir gehen erst in die rechte Tür. Ja, mit viel Wasser. Aus Gründen. Na, nichts. Okay. Im Regelfall kommen hier noch Fledermäuse. Aber auch nur, wenn ihr auf sicheren Plattformen steht. Wie hier gleich zum Beispiel. Jetzt laufen wir erstmal die Schräge hier entlang, schön im Kreis. Und hier dann ja. Seit wann sind eigentlich Fledermäuse so angriffslustig? Habe ich noch nie erlebt. So, das war der Hebel für Tor 1.
Also wir müssen uns leider hier runterlassen, damit ich einfach den zweiten ranspringen können. Dann klingt die linke Tür, die uns etwa einen ähnlichen Weg bietet. Was ich vom Design her ein bisschen langweilig finde. Naja. Bisschen doof. Aber es geht. Man kann damit leben. Muss als Spieler ja sowieso. Jetzt gehen wir da wieder hoch, wie ihr seht. Wir können übrigens auch so geduckt laufen. Das heißt, jetzt ihren tollen Hintern. Wer es braucht, ne? Ich ja nicht unbedingt, aber. Wie gesagt, wer es braucht, der soll halt gucken. Das war Tor 2. Und damit öffnet sich der gelbe Umschlag. Quatsch. Das Tor natürlich. Wunderschöne Mechanik. Uns wieder hier runterlassen. Und gehen durch das Tor. Logisch, ne? Woher auch sonst? Naja, naja. So, hier unten liegt auch was rum, wie ihr seht. Das nehme ich nämlich gerne noch mit. Ja, sehr schlau. Super ausgerichtet. Ich habe nämlich noch mehr Schrotmunition. Und den Käfig brauchen wir gleich. Nur, war hier noch was? Nein. In der Ecke ist gar nichts mehr. Ja, jetzt hier mit dem Käfig an den... Ach, komm. Mit dem Käfig an die Stange. Geht nicht, na gut. Und das Schieben der Käfige habe ich früher schon gehasst. Ihr seht warum. Die schiebt nicht ganz gerade, dann hängt das Ding irgendwo an einem Steinchen fest. Hier? Ja, natürlich. Aber vielleicht reicht's ja. Nein, natürlich nicht. Okay. Jetzt aber kommen wir da hoch, ne? Ja. So. Und wieder hier rüber, ein Schräge ran. Und schwupp. Gekonnt, Miss Croft. Auf die Dinger können wir balancieren, aber muss man aufpassen, denn irgendwann fällt sie runter. Keiner kann seine Balance ewig halten. Ah, Moment. Auch schön hier, ne? Wie das Licht wieder durchstrahlt. Ich mag diesen Sachen. Diesen Sachen, ja, die Effekte. Dann haben wir hier unten was. Das sieht irgendwie nicht so aus. Ich komme so in die Stange ran. Nö. Wir müssen noch mal hier rauf. Rüber und Schwung. Ah, nee, das war falsch. Ich laufe auch wieder falsch hoch. Natürlich. Hab mal eben. Nee, doch, das stimmt. Wir müssen hier rüber. Eigentlich hält sie sich auch daran fest. Ah jo, jetzt weiß ich wieder, wie das ging. In die Stange und drüber
Gehen wir da hoch. Hier ist das natürlich so ein bisschen gemein mit den Stacheln, aber wir können auch direkt auf den Pfosten dann darüber. Dann hieß es ja Fallen. Ja, wenn ihr euch da hochzieht, dann. Und sowas kann keiner gebrauchen. Oh, es wird heller. Oh, sehr hell. Ein Wasserfall. Und das war auch bereits das Levelende. Ja, gut. Das Artefakt haben wir eingesammelt. Und schalten euch bei. Und speichern natürlich ab auf YouTube 2. Jawohl. Und dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Bis dann.